Hallo und willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Factorio. Ja, wir waren in der letzten Folge ja dabei, in einer der letzten Folgen haben wir diese Betondings hier gebaut. Also ich davor noch unsere ganze Eisenmaschinerie. Wir Inventar nochmal voll machen hier mit Beton. Und nochmal ein bisschen gucken, wo man vielleicht noch etwas Beton verlegen kann. Halt eben eventuell auf dem Weg danach dort oben so. Muss ja auch nicht hier dann unbedingt ein großes Feld sein. Nur halt, dass man da ein Feld hat, wo man langlaufen kann, ne? Auch nochmal so ein bisschen. Dann hier vielleicht nochmal so ein bisschen. Und dann eben hauptsächlich nach hier oben hin dann. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier so hoch. Zack, 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 zack. So, dann jetzt hier noch hoch. Gut, das war's auch schon, naja. Reicht ja auch trotz allem erstmal eigentlich ja aus, soweit. Im Zug sind ja auch schon hier die mittleren immer voll. Immer noch. Gut, jetzt gucken wir aber mal, was wir jetzt noch machen, und zwar, eigentlich müssen wir doch eigentlich aufs Raketensilo erst erwarten. Und das ist auch gerade eigentlich schon ganz gut dabei zu forschen. Die Frage ist nur, wie gut. Das heißt, was man jetzt hier noch beschleunigen könnte an der Forschung. Und zwar forscht er fast nichts. Ist wieder in den blauen Flaschen. Ist wieder in den Batterien. Stimmt, wir hatten auch das Öl ja verschnellert gehabt, also. Batterien müssten eigentlich immer schnell genug kommen. Vielleicht holen wir auch einfach hier mal Geschwindigkeitsmodule. Wenn wir dann noch welche hier haben. Nein, haben wir nicht, und es mangelte, glaube ich, an den Alien, an den Alien-Artefakten, genau. Nehmen wir mal die Zweier mit, und so 4 Stück insgesamt brauchen wir. Und dann sollte das dann auch ein bisschen schneller funktionieren. Als jetzt ein Produktivitätsmodulen. Ist halt nicht mehr so produktiv, aber immer noch schnell genug. Die Produktivitätsmodule sind hier schon welche drin. Ist ja auch die einer, ne? Ja. Gut, es mangelt halt immer noch, naja, weil der jetzt zu lange braucht zum Rauslegen, weil ich den ja dort hingestellt habe, extra für den langsamen. Und zum Beispiel brauchen die ja eigentlich gar keine Geschwindigkeit, sondern nur Produktivität am besten. Und die eigentlich auch nur Produktivität. Und das macht ja eigentlich wirklich Sinn. Und hier ist schon alles Produktivität, okay. Okay, wo kann ich jetzt meine restlichen Module wieder loswerden, ist natürlich jetzt die Frage. Hier ist auch noch so Platz dafür. Irgendwie unten bei dem muss doch bestimmt. Hätte schon einiges an Produktivitätsmodulen, ne? So. Und die Geschwindigkeitsmodule, die kann man dann auch hier mit reinpacken und keine Ahnung, wo noch. Hier bestimmt auch noch Platz, genau. So. Gut, jetzt sollt ihr vielleicht auch mal. Also wie es aussieht, sind sie schon mehr auch aktiv. Also noch lange nicht mehr die Hälfte, aber vielleicht ein Drittel ungefähr, aber trotzdem. Besser als nichts.
Okay, also die Akkus sind auch immer noch ausreichend von der Menge her. Gut, es sind noch einiges an Alien-Artefakten drin, aber die werden dann noch gebraucht vielleicht. Es sind einfach zu wenig Kupferkabel auch gerade da, ne? Dafür fehlt einfach Kupfer aktuell. Also Kupfer ist halt. Es ist aber nicht, dass nicht genug Kupfererz da ist, aber es ist halt, dass nicht schnell genug produziert wird. Das ist das Problem. Oder es aber nicht genug hier runtergeleitet wird, vielleicht auch. Ich kann jetzt auch nochmal mehr hier runterleiten, indem ich dann nochmal so einen Teil der Fließband hinsetze, ja? Ohne jetzt wirklich die richtigen Fließbänder dafür natürlich. Auch nicht die richtigen unterirdischen Fließbänder dafür. Aber gleich habe ich die richtigen Sachen auch wieder dafür. So, sieht es jetzt hier aus, als wären jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr Batterien produziert, so gefühlstechnisch. Und auch durchgängig vor allen Dingen. Außer der hier, der nicht durchgängig. Weil der nicht durchgängig produzieren kann, weil der hier oben halt nicht durchgängig produzieren kann. Da ist immer noch zu wenig Öl da eigentlich. Also an Rohöl jedenfalls liegt es nicht, es liegt an der Verarbeitung hier oben. Dass die mittlerweile schon nicht mehr schnell genug ist. Da müsste man dann eben auch immer mit guten Geschwindigkeitsmodulen nachhelfen. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich das hier mal hinkriege. Mit hinbiege. So. Jetzt sollte hier nochmal mehr Kupfer durchkommen. Für mehr Kupferkabel, für mehr Schaltkreise. Weil, na gut, es kommen ja schon einige halt raus schon, aber so weit schaut es jetzt auch noch nicht eigentlich auf. Gut, jetzt nehme ich mal hier ein paar Alien-Artefakte nochmal raus. 12 Stück. Und lass daraus jetzt nochmal ja, ein paar Geschwindigkeitsmittel herstellen. Ich tue das jetzt auch nur hierfür verwenden. Das heißt, ich werfe jetzt hier auf das Fließband einfach drauf. Dann kommt es da raus, wird es hier raussortiert und dann nehmen sie das schon schön alles. Und produzieren jetzt auch schön. So, hier oben. Ja, hier fehlen die und da findet halt eben die roten dafür. Weil davon irgendwie hier kaum welche ankommen. Warte mal. Achso, nicht auf diesem Band kommen die roten an, okay. Ich hab grad gewundert, von wo die ganzen roten kommen. Alright. Mal gucken, hier ist noch nichts da. Das dauert auch, ne? Die craften hier gerade schon alle schön. Wir brauchen insgesamt 4 Stück. Produktivitätsmodule werden auf jeden Fall auch einige da. Natürlich ist noch einiges an Effizienzmodulen. Ja, das Raketensystem ist immerhin schon mal auf dem Weg ganz gut. Das ist schon fast bei der Hälfte jetzt. Kommt schon. Wie viel Stoffe brauchen wir jetzt eigentlich gerade? So 43 Megawatt. Und das ohne, dass irgendwelche Akkus aufgeladen werden. Montagemaschinen. Komm schon, du produzierst mal ein bisschen mit schnellerer Geschwindigkeit. Gut. Sieht auf jeden Fall deutlich schneller aus als zum Beispiel hier. Gut. Also hier starten jetzt auch schon die Batterien auf. Das heißt, so gut Deutsch, das Ganze geht hier mit maximaler Geschwindigkeit gerade schon durch.
Na ja, gut, noch weiter die Batterien sind nicht aufgestaut, ne? Aber. So, jetzt habe ich hier 4 Stück. Gut. Das kostet eigentlich nochmal diese Montagemaschinen hier. Geschwindigkeitsmodule 1 brauche ich denn dafür. Stopp. Da brauche ich jetzt 4 Stück, ich brauche 16 Geschwindigkeitsmodule 1. Brauche ich denn dafür? Gut, ich kann jetzt einfach mal ein bisschen hier mal rot hier runternehmen. Nehmen wir hier ordentlich mal rote reinhauen. Hier. Gut. Und 16 bräuchte ich davon nämlich. Ich lasse das jetzt erstmal so und pack das erstmal mit Öl noch rein hier, damit da noch ein bisschen besser produziert wird. Auf jeden Fall brauche ich ja dann insgesamt ja eigentlich schon dann mehr Rote dann noch, aber naja. Muss ich mal gucken dann. Zack. Ich glaube, so bringt das deutlich mehr. Jetzt mal hier vielleicht schon mal gucke. Ja, da kommt schon mal gefühlsmäßig viel mehr an. Jetzt packe ich noch immer noch die besseren hier rein. Gut. Jetzt aber noch hier irgendwo einfach die noch loswerden wieder. Mit denen geht es leider nicht, schade. Bei denen auch nicht, aber bei denen hier war das schon voll. Bei denen ist schon voll. Auch nö, jetzt ist schon einer wieder voll. 2 sogar. That was not planned. So, einer wird immer hier noch eingesammelt. Gut, eins kann ich ja schon mal machen eigentlich. Noch eins. Oh, dann kann ich hier drauf setzen, damit das ein bisschen schneller läuft. Nice. Und jetzt halt hier hauptsächlich erstmal irgendwas hier reinhauen, ne? Aber jetzt brauche ich davon noch 2 Stück. Die sind auch schon von Haus aus sehr schneller. Ne, jetzt müssen wir nochmal eins craften, das ist echt doof. So. Oh, da packen wir es wieder hin, wir können mal in so eine Radarschüssel. Die wollen wir bestimmt irgendwo aufstellen. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir die aufstellen wollten. Das ist aber so ein Ölfeld. Gut, jetzt habe ich auch genug. Also wieder Geschwindigkeitsmodule hier machen lassen. Ne, rote fehlen ja auch gerade tatsächlich. Von hier kommen rote. Wie geht die Hälfte dann dort zu der Produktion nochmal? Dann eben dann für die hier. Denen fehlen gerade Kupferkabel dafür. Weil die nicht genug Kupfer hätten. Gut, das ist eigentlich das riesige Problem dort, aber hier unten halt irgendwie. Es fehlt da. Ich glaube, das fehlen Kunststoffstangen einfach. Genau das habe ich befürchtet, dass die Kunststoffstangen eben fehlen. Naja, müssen wir wohl mal wieder hier einen schnelleren Greif einsetzen, ne? Wenn man das mal so. Geht ja auch vielleicht. Aber wenn die Zeche das Petroleum wieder auffüllt, deswegen macht es nicht keinen Sinn mehr. Da kann ich auch ein bisschen schneller produzieren lassen, ganz ehrlich, wenn ihr sich schon das Petroleum auffüllt jetzt.
sieht hier so aus. Die Tanks sind leer. Die Tanks hier, die füllen sich tatsächlich leicht durch Tanks. Das ist ja quasi so eine Art Zwischenpuffer jetzt. Okay, das heißt, dort ist auf jeden Fall mit den roten Schaltkreisen besser funktionieren. Gut, jetzt gucken wir mal. Ja, tatsächlich, das fehlt ein Radarturm. Was ich jetzt nicht so cool finde, deswegen schlecht ich das auch noch hin. Den Radarturm, den ich jetzt dabei hatte noch. Hier ist der. Dann rennen wir es weit hoch. Mit einem Radarturm im Gepäck. Gut, dann ist auch gleich. Und noch eine Sache, die ich jetzt auch noch mal gleich machen muss, unbedingt. So, ich packe jetzt hier unten einmal hin, oder vielleicht hier weiter oben, hier so. Perfekt. Gut, dann wieder zurückrennen. Und zwar, glaube ich, die Lösung für unser Problem gefunden, oder ich glaube, die Lösung für unser Problem zu wissen. Das heißt mal so. Ich sehe gerade nichts aus mit Beton. War hier schon ordentlich Beton, ne? Gut, und zwar haben wir unser Problem, dass ja dort oben keine... Ja, die Batterien gehen schon ziemlich zurück wieder, ne? Naja, also da oben jetzt ja eben keine Reaper-Kits ankommen. Das liegt daran, dass die halt einfach nicht durch den Drohnenhanger dann drin liegen. Aber was wir dafür gleich machen müssen einfach nur, ist, dass wir halt eben auch noch ein Logistiksystem quasi aufbauen müssen. Das heißt, dass wir irgendwie hier zum Beispiel jetzt erstmal natürlich automatisch die Reaper-Kits. Die brauchen ja nur Eisenzahnräder und Schaltkreise, das ist ja noch easy eigentlich. Das können wir sogar hier easy machen eigentlich. Stech mal hier hin. So, Reaper Kits und die ganzen kommen jetzt in eine passive. Oh Gott, ich habe noch nicht alles. Okay, ich habe nicht alles dafür erforscht. Dann lass ich erstmal in so eine Kiste einfach reinpacken. Ich hab das nicht mehr erforscht, lol. Was ist hier überhaupt? Raketen machen wir ja gerade. Robotergeschwindigkeit, nein. Spiel Logistik, Inventar, Zeug, nein. Modulschätzchen, das können wir auch mal eigentlich machen. Ich weiß auch nicht, was es bringt. Ja, weil das, wenn Module hatten, die dann irgendwie dann halt besser genutzt werden, keine Ahnung. Kampfroboter, Kampfroboter 3. Hä? Netzwerkschaltung, das ist was anderes. Konstruktionsroboter, nee. Luftfahrt. Logistikroboter. Eine passive Anbieterkiste müssten wir eigentlich machen können. Ah, die sind unten. Okay. Ja, eine passive Anbieterkiste haben wir jetzt auch gleich. Und dann bietet die quasi halt den dann passiv das Ganze quasi fürs Logistiksystem an. Jetzt sehen wir hier Gegenstände in diesem Logistiknetz, 500 Eisenplatten. Und dort. Warum sind irgendwo 500 Eisenplatten in irgendeiner Logistikkiste, von der ich keine Ahnung habe? Naja. Jedenfalls brauchen wir dafür natürlich auch noch Logistikroboter, logischerweise, meistens nach. Weil ich glaube, dass die sich dann hier raus snacken können. Oder? Vielleicht doch. Weil oben steht schon nicht mehr Reparaturkits benötigt, ne? Da ist vielleicht auch schon gerade so eine kleine Drohne hier vorbeigeflogen. Oh.
So, wir müssen ja nicht so viel produzieren hier auch. Das reicht ja schon so ein bisschen. Naja, anscheinend funktioniert es so, aber ich keine Ahnung, ob jetzt irgendein Roboter kommt und das gleich abholt. Das vielleicht sehen. Ah, ich will schon abholen, ein Repair-Kit. Und dann passt es wahrscheinlich. Ist ja jetzt ein bisschen weiter weg, die Kiste, jetzt von dem, wo meistens angegriffen wird, aber... YOLO, ne? Nice, 5 Geschwindigkeitsmodule hier schon. Die Sache ist eigentlich nur, dass es eigentlich recht wenig jetzt gerade bringt. Wenn nicht genug Stuff da ist, so, ne, ist halt immer ein bisschen kritisch, aber... Ja, wir haben ja eigentlich hier überall noch so rote Schaltkreise rumfliegen, aber die werden nicht so richtig gebraucht. Das ist das riesige Problem. So, hier einfach mal alles hier einsammeln und dann mal dort so ein bisschen, ne? 145 dabei, das sollte erstmal reichen, aber für ein paar blaue Flaschen. Ich will in dieser Folge die Forschung noch fertig kriegen. Ich will in dieser Folge die Forschung noch fertig kriegen. So. Ist auch auf der richtigen Seite hier, ja, landet. So. Vom Speed her sollte es auf jeden Fall laufen. So. Die Kiste ist noch nicht mal leer. Okay, das ist echt ganz gut. So, jetzt müssten hier gleich recht viele Flaschen kommen. Es kommt tatsächlich schon einiges an. Da kommt natürlich später auch einiges in hier rein, aber hier sind gerade noch 3. Batterie wird gerade im Angriff müde. Von unten kommt jetzt wahrscheinlich schon. Bin mal gespannt, aber hier greift die mir noch nicht so wirklich an. Wenn die dort knapp schon dran sind, aber die funktioniert glaube ich noch nicht so viel Umweltverschmutzung, diese Ölbohrtürme, glaube ich. Oder vielleicht, weil die gerade nicht aktiv sind, weil gerade die Tanks voll sind. Ne, sind sie nicht. Oder ich produziere Umweltverschmutzung. Gar keine, glaube ich. Doch, 19,8. Also die macht schon Umweltverschmutzung. Gut, also hier laufen jetzt eigentlich auch schon mehrere hier. Brauche es vielleicht im Moment, bis es alles so voll gestaut hat. Aber dann, Alter, da kommen gerade halt schon recht viele blaue Flaschen, ne? Which is nice. Die Kiste ist ja gleich leer, jetzt müssen wir nochmal irgendwo Nachschub holen. Von hier zum Beispiel. So, nochmal 1000 dabei gefühlt. Achso, die Produktion gestoppt. Und hier war auch einige da. Wir haben ja auch die Produktion gestoppt gehabt, genau. So, packen wir nochmal ein paar rein. So ein paar wir auch noch mit behalten erstmal. Vielleicht. Gut. Es ist tatsächlich schon über die Hälfte voll. Das passt eigentlich ganz gut. Ich guck mir gerade ganz kurz hier. CPU-Auslastung ist bei 53% und Grafikkarte bei 27% hier in bei dem Spiel. Meine Grafikkarte ist bei 47 Grad gerade und das ist einfach mega kühl eigentlich. Okay, da wurde gerade noch ein kleines Autosave angefertigt, aber wir sind jetzt hier schon tatsächlich ganz gut auf dem Weg. Es staut jetzt hier immer weiter auf und dann das ist ganz nice. Die ganzen Forschungslabore verbrauchen tatsächlich gerade auch schon 1 Megawatt. Krass. Wir können ja auch noch Module reinmachen eigentlich. Das heißt, da können eigentlich theoretisch auch noch Geschwindigkeitsmodule rein. Jetzt tue ich aber von überall irgendwelche Geschwindigkeitsmodule, die ich finden kann. Und verteile die Leute jetzt einfach überall.
Weil dann läuft es, denke ich mal, noch ein bisschen schneller wahrscheinlich mit Geschwindigkeitsmodulen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Sehr gerne, dass ich die besten Rennen nicht habe. Und kommen hier nochmal ein paar andere rein. Ja, tatsächlich dann hier maximal Energieverbrauch plus 120%. Ja, gut. Ja gut, dafür wird es auch schnell die ganzen Flaschen, die ich verbrauche, ne? Jetzt sind ja auch gerade tatsächlich irgendwie kaum noch Leute, kaum noch welche im Betrieb. But why? Oh, I see. Weil jetzt hier mangelt an den grünen Chips. Das ist das Problem. Niemand gettet es, weil es ist einfach ein Problem, aber niemand gettet, dass es ein Problem ist. Das lässt sich aber auch eher einfach beheben noch. Ich denke mal, es ist ein ziemlich guter Hotfix dafür direkt so. Gut, dann kann ich hier noch ein paar von Hand verteilen auf dem Band. Ich habe ein Gefühl, ich davon irgendwie nicht so viel brauche insgesamt. Deswegen kann ich ja das Ganze noch ein bisschen beschleunigen hier. Ich will in dieser Folge noch die Forschung fertig kriegen. Ich will es in dieser Folge noch fertig kriegen. Ich krieg's in dieser Folge noch, das weiß ich. Oh. Ja, I see the problem. Das kommt allgemein aber nicht so viel an, ne? Gott, stop it, please. Danke. Wie sehe ich jetzt hier aus mit Schwefelsäure und sowas? Petroleum füllt sich tatsächlich langsam auf. Leichtöl füllt sich auch mal weiter auf. Rohöl so bleibt so und es wird auch langsam voller. Das ist doch sehr, sehr nice. Ah, die staut sich auch schon wieder langsam zurück. Das Problem liegt daran, dass einfach nicht genug Kupfer ankommt. Entladen Sie Kupfer. Das ist natürlich sehr, sehr unklug in dieser Kiste hier dazwischen. Ja gut, ich kann ja nicht voll haben, wenigstens die eine, ne? So. Gut, also hier ist immer noch nicht ganz erreicht, auch wenn es ja schon jetzt so ein bisschen langsam ist, aber. Ja, genau. Gut, also das Problem ist, es werden einfach bei weitem nicht genug Kupferkabel hergestellt. Na ja gut, jetzt haben jetzt eben auch alle hier wieder Plastik, das heißt, jetzt werden hier wieder gerade rote Schaltkreise ohne Ende hergestellt. Gut, das ist natürlich jetzt natürlich nicht so nice. Gut, wir können jetzt ja mal ein bisschen welche auch einsammeln wieder von dem Band. Das ist natürlich alles ja keine langfristige Lösung, ne? Und jetzt packe ich nochmal ein paar rein. So. Okay. Naja. Dann könnte ich vielleicht mal gucken, ob ich hier ein paar grüne machen kann. Von Hand. Ja, jetzt fehlt mir jetzt auch ein bisschen Eisen, das muss ich auch nicht so wirklich. Hier oben gibt es noch ein bisschen was. So
letzte Stück gab es da nochmal ganz kurz zu looten. So. Ich verteile es einfach mal auf beide hier. So, den geht es schon weiter, jetzt gibt es keine blauen mehr. Und da ist exakt das gleiche Problem. Blau habe ich allerdings auch noch welche auf Tasche. Gott. Ja, da müssen wir halt gucken, wir werden ja wahrscheinlich erstmal wieder mal nichts forschen, um mal wieder ein bisschen hier das Ganze auffüllen zu lassen, ein bisschen. Dass die Fließbänder wieder voll werden halt, ne? Naja. Da ist ein bisschen Probleme, wenn halt hier, ne, die Produktion mal ein bisschen verschnellert. Die brauchen ja auch direkt immer 4 elektrische Schaltkreise, sehe ich gerade, ist natürlich auch hart. Gerade angegriffen wieder, dort oben mal wieder. Okay. Wir sind aber tatsächlich mit der Forschung fast fertig. Hier verunnötige Fließbänder könnte ich mal ganz kurz noch abschneiden hier. Mal kurz vor sich raussnacken. So. Also das Raketilis ist nicht mehr weit. Es ist tatsächlich nicht mehr weit. Es sind natürlich noch die letzten Prozente. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Ist auch hierbei keine Alien-Artefakte mehr, aber naja. Kommt vor, die Rotflaschen haben gerade auch weniger. Hier gerade Kupfer fehlt. Also gut, tatsächlich sind erstmal Kupfer auch nochmal so eine Sache, die wir machen müssen. Kupfermangel, das ist natürlich auch wieder nicht so nice. Aber soll es eigentlich schon so hinhauen, wie es hier gerade eigentlich aussieht. Wie gesagt, vor am Anfang der Folge von einer halben Stunde, da waren wir noch bei einem Drittel ungefähr, vielleicht jetzt sind wir schon bei 95%, 99% so in die Richtung. Oha, es wird tatsächlich nur noch die blauen, ne? Ich will auch nicht alle direkt loswerden gleich, ne? So ein paar reichen ja schon aus. Gut. Sogar wieder Tag sieht's ja aus. Oha, die Akku ist natürlich jetzt ein bisschen ziemlich leer. Ich hab 10 Stunden, krass. Und jetzt sieht es dann auch irgendwie cool aus, so zack, ganz nach oben. Naja. Gut, ich glaube tatsächlich, dass jetzt die letzten blauen Flaschen auf dem Weg sind. Dass die Flaschen, die gerade auf dem Band liegen, tatsächlich eine der letzten sind dann. Nochmal ein Autosave. Angegriffen drüben. So, wir haben es wirklich gleich geschafft. Also es ist wirklich nicht mehr so weit. Das heißt, in der nächsten Folge können wir dann das Raketensilo hoffentlich schon bauen. Also mal gucken, ne?
Hier brauche ich mal noch einen kleinen Puffer zwischen. Egal, weil Batterien wichtig sind. Hier ist auch schon alles gleich voll und so, ne? Deswegen könnt ihr mal durchgängig produzieren. Aber staut sie immer noch nicht auf. Yes, wir haben es geschafft, endlich. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und wir können jetzt hier Raketensilo bauen. 1000 Stahlträger, 1000 Beton, 100 Rohre, 200 Prozesseinheiten und 200 Elektromotorenbauteile. Und dann hier dann noch, die Sachen hier alle noch ordentlich. Gut, also in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas.